Ibiza, drittgrößte Baleareninsel. Über 3 Millionen Touristen pro Saison. Eine Insel zwischen Hippie-Style und unfassbarem Luxus, in dem selbst Vierbeiner sich sonnen, vorausgesetzt, sie haben die richtigen Besitzer. Er sieht doch aus wie eine kleine Chanel-Tasche. Wir haben eine Baufirma. Die Geschäfte laufen gut, ja? Für alle anderen, die dieses Jahr auf Ibiza urlauben wollen, heißt es, tief in die Tasche greifen. Denn Party und Lifestyle hat hier seinen Preis. 4.000 Dollar für einen Abend. Nein, hier ist es nicht günstig. 2.000 nur für den Tag, da ist die Nacht aber noch nicht dabei. Wir waren gestern im Ushuaia Club. Ein Bier kostet da 17 Euro. Es ist sehr teuer. Wir sind nüchtern nach Hause. Über 600 Restaurants, 85 Clubs und jede Menge Bars. Kein Wunder, dass sich hier jedes Jahr aufs Neue unzählige Promis tummeln und ihren Sommerurlaub verbringen. Paris Hilton ist Stammgast, genauso wie Fußballer Cristiano Ronaldo und Lionel Messi, der diese Woche hier mit seiner Familie urlaubt. Auch Supermodel Alessandra Ambrosio ist ein Riesen-Ibiza-Fan. Wir sind mit ihr in einer Villa im Landesinneren verabredet, wo sie gerade ein Fotoshooting für das Unterwäschelabel Lascana hat. Das ist mein Traumjob hier. Kein Wunder, denn ihr großer Vorteil, sie kann diesmal Job und Freizeit verbinden. Ich habe ein paar Tage frei. Hier auf Ibiza treffe ich Freunde, die sind auch gerade hier. Wir mieten ein Boot, fahren nach Formentera, gehen gut essen und haben einfach eine tolle Zeit. Ich liebe es, am Meer zu sein. Und so sieht es dann aus, wenn ein Supermodel Urlaub macht, wären da nur nicht die nervigen Paparazzi. Alessandra kommt mit ihrer Familie und ihren Kindern Anja und Noah jedes Jahr nach Ibiza und verrät uns ihren Lieblingsort. Mein Geheimtipp ist das Restaurant El Chiringuito. Ich liebe es da. Die haben den besten Strand direkt vor der Tür. Das El Chiringuito befindet sich ganz im Süden der Insel. Der Beachclub ist ein Hotspot für die Reichen und Schönen. Wenn man Alessandra dort nicht trifft, dann feiert sie gerade mit ihm hier. Ariel Horacio Naso, besser bekannt als der Mojito Man. Ich kenne Alessandra schon seit einem Jahr. Wir haben uns auf einer Yacht kennengelernt. Erst vor einer Woche habe ich sie hier wieder getroffen. Sie hat mich angerufen und ich habe mich gefreut, sie wiederzusehen. Wir hatten eine tolle Zeit. Der 43-jährige Argentinier hat aus einer simplen Idee ein cleveres Geschäftsmodell kreiert und ist inzwischen mit den größten Superstars wie Leonardo DiCaprio und Liv Tyler per Du. Wie er das macht, wollen wir genauer wissen. 9 Uhr, Playa de Bossa. Hier beginnt der Arbeitstag von Ariel. Hi Red, ich bin der Mojito Man und nehme euch heute mit nach Formentera. Seit 6 Jahren schippert Ariel mit seinem Boot zwischen Ibiza und dem 30 Minuten entfernten Formentera hin und her. Er mixt und verkauft auf den dort liegenden Yachten Mojitos. Die Idee kam ihm aus einer echten Notsituation. Ich hatte früher eine kleine Bar in Marbella. Die habe ich 2012 in einer Finanzkrise verloren. Ich habe gut 50.000 Euro verloren, brauchte Geld, bekam keinen Kredit. Wir sind nach Ibiza gekommen, haben in einem Zelt geschlafen. Ich habe angefangen, am Strand Getränke zu verkaufen. Cola, Wasser und Mojitos. Aber die Konkurrenz war riesig. Also dachte ich mir, wenn das alle am Strand machen, gehe ich halt aufs Wasser und verkaufe dort. Heute laufen die Geschäfte gut, kein Wunder. Wir staunen nicht schlecht, als wir ihn zu seinem ersten Kunden an diesem Tag begleiten. Hello everybody! Denn sein Service hat auch einen stolzen Preis. Ein kleiner mit Rum kostet 20, der große 35 Euro. Oder ihr nehmt einen mit Wodka. Der kleine kostet 30, der große 50 Euro. Was macht das? 80 Euro bitte. Ist es das wirklich wert? Ja, ist doch eine lustige Idee.
Good for the experience. Skipper Cristiano kennt Ariel seit Jahren und verrät uns, inzwischen ist der Mojito-Man selbst ein Promi. Dieses Jahr ist es wirklich verrückt. Die Fußballstars und Promis rufen ihn an, weil jeder ein Foto mit ihm will. Früher war das mal andersrum. Ob Fußballer Ronaldo, Paris Hilton oder Roberto Cavalli, alle stehen Schlange bei dem Mojito-Man. Diese Promi-Dichte, gewiss keine schlechte Werbung für den Argentinier und ein lohnendes Business. Wir rechnen mal hoch. Im Schnitt zahlt man 30 Euro für einen Mojito. 100 verkauft Ariel allein an diesem Tag mit uns. Macht stolze 3000 Euro. Und dazu kommt noch das üppige Trinkgeld der meist gut betuchten Kunden. Das größte Trinkgeld habe ich mal von einer Amerikanerin bekommen. Das waren 400 Euro. Glaubt mir, das habe ich nicht vergessen. Wir wollen wissen, wer sind die Menschen, die bis zu 50 Euro für einen Mojito ausgeben? Wir treffen auf diese italienische Urlaubsgruppe. Mein Freund hier besitzt ein Bademodenlabel. Wir kommen 3 bis 4 Mal im Jahr her. Wir lieben es hier. 50 Euro sind für sie völlig okay, denn den Überblick, was sie hier in einer Woche ausgeben, haben sie eh schon verloren. 3.000 am Tag. In der Woche. Nein, am Tag. Ah, ich habe keinen Plan. Fest steht, Ibiza ist nichts fürs kleine Portemonnaie. Der Yachthafen ist dieses Jahr der teuerste der Welt mit einer Liegemiete von stolzen 4.000 Euro pro Tag. Auf dem Hippie-Markt Las Dalias treffen wir Leon. Er lebt seit 26 Jahren auf der Insel und sagt, auch die Wohnpreise haben sich hier extrem verändert. 2 Millionen ist so Normalpreis geworden für ein Haus ohne Meerblick. Also ist er teuer geworden. Das weiß auch die deutsche Ulrike Skyrius. Sie betreibt zusammen mit ihrem Mann eine Immobilienfirma auf Ibiza. Wir treffen sie in dieser 3,6 Millionen Villa, die sie heute einem Kunden zeigt. 8 Schlafzimmer, ein Gästehaus, 2 Pools. Dafür wohnt man hier in prominenter Nachbarschaft. Auch im Jahr 2018 ist Ibiza ein absoluter Hotspot. Wir haben hier die berühmtesten Schauspieler, wir haben hier die berühmtesten Musiker, wir haben hier Formel 1 vertreten. Naomi Campbell, Mick Jagger aus der Musikbranche selbstverständlich, seine Tochter wohnt hier, die Jade. Die Liste, das würde jetzt ungefähr 3 Stunden dauern, bis ich die jetzt alle runtergezählt habe. Das Motto auf Ibiza definitiv, mehr ist eben mehr, auch bei den Promis. Auf jeden Fall Statussymbol. Es ist auch modern mittlerweile, hier etwas zu haben. Es ist repräsentativ. Das ist auch sehr wichtig, dass wenn Freunde, Bekannte kommen, dass die auch alle den Wow-Effekt haben. Darum geht es sicherlich auch. Ein bisschen Angeberei ist auch beim Prominenten sicherlich dabei. Und so ist und bleibt Ibiza der Lieblingsurlaubs-Hotspot der Promis in diesem Sommer.